Willkommen zurück auf Deutschlands erstem offiziellen Martin Lejeune Fankanal. Unser Messias hat nochmal Stellung genommen zu dem Vorfall vom 2. April. Und ich will euch das nicht vorenthalten. Die Sache ist die, dass ich glaube, viele gucken sich die Scheiße nicht an, weil man das unkommentiert nicht ertragen kann. Darum hier zum Wohle der Menschheit Martin Lejeune kommentiert. Könnt mir so viel die Fresse polieren, wie ihr wollt. Kommentare sind der Hammer. Ich spare mir jetzt jegliches Vorgeplänkel. Wer nicht weiß, was abgegangen ist, bitte mein vorheriges Video gucken. Da wird, glaube ich, jedem klar, A, dass Martin Lejeune Autist mit Down-Syndrom ist und B, was genau vorgefallen ist. Nun gab es ein Follow-up von Martin Lejeune, hochgeladen am selben Tag, wo er nochmal Stellung zu dem Ganzen nimmt und sagt, dass sich der Schläger bitte stellen soll und ein Gespräch anbietet. Wir gucken uns das mal zusammen an. Ich appelliere an den von der Axel Springer Presse fehlgeleiteten Free Dennis Schläger. Also wir sehen hier vor allem, es ist ernst, es steht schlecht um Martins Gesundheit. Er hat ja schon vor Ort dem Polizisten gesagt, dass er medizinische Hilfe braucht und konnte ihm deswegen nicht den Ausweis geben. Diese Bilder bekräftigen sein Statement letztendlich nochmal. Wir sehen doch, dass die Verletzung über die Nase hinausgeht. Ja, da ist ja auch auf seinem linken Arm, ist ja auch ein Kühlpad. Übel zugerichtet, der Martin. Der mir voll einen in die Fresse gehauen hat. Oh, Martin. Heute beim Berlin-Marathon, weil ich gegen Dennis Yücel bin. Nein, Martin, er hat dir auf die Fresse gehauen, weil du provoziert hast. Weil du ihm ins Gesicht geschrien hast, er soll das T-Shirt ausziehen, weil er die PKK unterstützt. Ich appelliere an Sie. Sie Free Dennis Schläger. Oh, das Niveau fällt. Jetzt hält er auch mit seinen Ausdrücken nicht mehr hinterm Zaun. Da sieht man wieder bestätigt, was für ein aggressiver Typ der Martin ist und auch den Grund, wieso sich die Polizei nicht zu viert an ihn rangetraut hat, sondern erstmal Verstärkung gerufen hat. Wenn Sie mir sagen, wer Sie so ideologisiert hat, wenn Sie sich zum Gespräch melden und mir sagen, wer Ihre Hintermänner sind. Wer sind die Hintermänner von diesem Terroranschlag? Wer sind die Drahtzieher? Sie, Dennis Yücel, Schläger, Sie. Mit welcher Terrororganisation arbeiten Sie zusammen? Ich hoffe, dass er zur Rechenschaft gezogen wird und auch jeder seiner Hintermänner im Knast landet. Wer Sie so zu einem Medienopfer gemacht hat, dann ziehe ich meine Strafanzeige gegen Sie zurück, weil wir haben Sie identifiziert. Erstens, nach meinem Kenntnisstand kann man eine Strafanzeige nur in absoluten Ausnahmefällen zurückziehen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Angezeigte ein Familienmitglied ist. Zweitens, ich glaube dir kein Wort, dass ihr irgendjemanden identifiziert habt. Aber darauf gehst du ja im Verlauf des Videos noch ein. Wir haben Sie angezeigt bei der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Mein Nasenbein ist angebrochen. Das Nasenbein ist angebrochen und die Lage ist ernst. Martin befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Guckt euch doch die Kühlpads an, Mensch! Seht ihr nicht, wie dieser Mann leidet? Ich muss auch nochmal zur Charité gleich. Ich wollte aber vorher dieses Live-Video machen und zu sagen, es geht mir gut. Und hier bekräftigt Martin nochmal den kritischen Zustand seiner Nase. Er muss gleich nochmal in die Charité. Der muss schon wieder ins Krankenhaus. Es ist ein Wunder, dass er nicht an Beatmungsgeräten hängt. Ich war in Gaza 2014. Die Bomben sind links und rechts neben mir gefallen. Ich war im Libyen-Krieg, im Syrien-Krieg, im Jemen-Krieg. Also für mich ist das hier alles Pillepalle. Mir macht das nichts aus. Martin, du harter Hund, du! Ich bin auf niemanden sauer. Ich bin niemanden böse. Da habe ich mich doch schon wieder in deiner Person getäuscht, Martin. Ich dachte, du warst wutentbrannt. Die Polizei hat alles gesehen. Das sind Nazi-Methoden. Sie machen hier Nazi-Methoden und Stasi-Methoden.
Nazi-Methoden und Stasi-Methoden. Witzig, an dieser Stelle möchte ich gerne anmerken, in jedem zivilisierten Land, also zum Beispiel in der Türkei, hättest du dafür von der Polizei eine richtig ordentliche Tracht Prügel bekommen. Zum Glück lebst du in einer Diktatur und deswegen ist deine Nase nur angebrochen. Recep Tayyip Erdogan hat gesagt, dieser Weg ist dornig. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und wer Wert auf seine Füße legt, wer seine Füße nicht verlieren will, der soll diesen Weg nicht mit uns gehen. Ich habe keine Angst um meine Füße. Und ich habe keine Angst vor den Dornen. Ich habe auch keine Angst davor, wenn mir jemand in die Fresse schlägt. Wichtig ist nur, das habt ihr im Video gesehen, ich war friedlich. Ich habe gesagt, ich laufe nicht für Deniz Yücel. Du warst nicht friedlich, Martin, und du hast nicht gesagt, dass du nicht für Deniz Yücel läufst, bevor man dir in deine blöde Fresse geboxt hat. Du hast dem Typen ins Gesicht gebrüllt, zieh das aus, du unterstützt die PKK. Stell dir doch mal vor, so ein Lappen wie du stellt sich vor dich und sagt, zieh deine Hose aus, mir gefällt die Farbe nicht. Mann, da würde sogar meine kleine Schwester zuschlagen. Du Idiot. Wie es der Marathon heute vorgesehen hat. Ich habe gesagt, wenn überhaupt, laufe ich für Recep Tayyip Erdogan. Dafür, das seht ihr, das ist alles mein Blut. Das ist alles sein Blut. Das ganze T-Shirt ist getränkt in Blut. Und die Polizei holt keine Hilfe. Sieh es doch mal positiv. Wenn du mit dem T-Shirt zum Deutschen Roten Kreuz gehst, Martin, dann kannst du direkt Blut spenden. Du musst das T-Shirt nur ausbringen. Ich wurde direkt vor der Polizei geschlagen. Die Polizei hat zugeschaut. Die Polizei hat nicht den Straftäter verfolgt. An der Stelle möchte ich anmerken, dass es für diese Aussage absolut keinen Beweis gibt. Es ist definitiv im unmittelbaren Umfeld der Polizei geschehen. Man sieht diesen Polizeiwagen im Hintergrund. Allerdings ist nicht klar, ob da Polizisten davor stehen. Dazu ist die Aufnahme von viel zu weiter Entfernung gemacht worden. Und im weiteren Verlauf des Videos sieht man das von vorne gesehen, rechts von dem Polizeiwagen. Die ganzen Polizisten stehen. Das Ganze hat sich aber links vom Polizeiwagen abgespielt. Es ist also durchaus möglich, dass das kein Polizist mit eigenen Augen gesehen hat. Ich weiß nicht, wie es war. Ich halte nur fest, dass die Beweislage sehr dünn ist. Wenn ich mir deinen Stunt angucke, als die Polizei dich brutal überwältigt hat, als du dein bekacktes Erdogan-Poster wiederholen wollte, dann weiß ich nicht, ob ich deiner Aussage so trauen kann. Ich habe hier auch noch eine Prellung am Arm, weil ich auf den Arm gefallen bin. Mann, Alter, schwer verletzt der Martin. Und lass mich raten, die Brille ist auch kaputt. Hier ist Blut an meiner Brille und mein Brillengestell ist meine Lieblingsbrille. Die habe ich doch in jedem Video auf. Ey, wie kannst du nur, du Schwein? Das war seine Lieblingsbrille. Und meine Friedenstaube. Es ist sogar Blut auf meiner Friedenstaube. Gott, die Symbolik. Das ist fast so mächtig als Metapher wie der Sturm auf die Bastille. Fürs nächste Mal, Martin, provozier die Leute nicht. Dann hast du auch kein Blut, keine Unmengen an Blut. Ich meine, die ganze Taube ist ja quasi rot gefärbt auf deiner Friedenstaube. Ich weiß jetzt nicht, ob man das von hier aus sieht. Nee, sieht man leider nicht, aber wir glauben dir, Martin. Also ich bin aus... Das Kühlbett wieder auf den schwer beschädigten Arm. Protest gegen die Verherrlichung von Deniz Yücel durch diesen Berliner Marathon und durch die Berliner Marathongesellschaft dahingegangen. Wir haben sie identifiziert. Sie hatten ja eine Nummer an. Wir haben ja gefilmt. Und wir haben ja ihre Nummer. Und der Veranstalter wurde ja von der Polizei kontaktiert und die Polizei hat ja ihren Namen bekommen von dem Veranstalter. Also wir wissen ja, wie sie heißen, weil wir ja ihre Startnummer kennen. Und ihren Vornamen. Ihr Vorname steht ja auch drauf auf ihrem Trikot. Und ist ja zu erkennen in den Aufnahmen von meinen beiden Kameramännern. Wir haben ja mit 3 Kameras gefilmt. Also erstens, wenn ich mich recht entsinne, habt ihr mit 2 Kameras in Anführungszeichen gefilmt. Das waren schlechte Handykameras, die ihr hattet. Und zum anderen erkennt man darauf gar nichts. Jeder, der das anzweifelt, soll sich das Original bitte nochmal reinziehen. Man erkennt überhaupt nicht, mit wem du es da zu tun hast. Geschweige denn die Startnummer oder den Vornamen. Und ich ziehe meine Anzeige, meine Strafanzeige wegen gefährlicher, vorsätzlicher Körperverletzung zurück. Zum einen habe ich ja vorhin schon angemerkt, dass das nur unter äußersten Ausnahmebedingungen überhaupt möglich ist, eine Anzeige zurückzuziehen. Und zum anderen war es keine gefährliche Körperverletzung. Beim letzten Mal hast du von schwerer Körperverletzung gesprochen. Da habe ich gesagt, Einspruch, schwere Körperverletzung heißt, es sind Bleibeschäden vorhanden, die du nicht hast.
Jetzt redest du von gefährlicher Körperverletzung und liegst damit wieder falsch. Definitionsgemäß war das keine gefährliche Körperverletzung. Wenn Sie mit mir ein Gespräch führen, das muss auch nicht für die Kamera sein. Wir können einfach nur privat sprechen. Ich lade Sie zu mir nach Hause ein. Ich mache für Sie einen türkischen Tee. Und dann reden wir über Ihre Ideologisierung. Wer hat Sie so verdorben? Wer hat Ihre Seele vergiftet? Wie wurden Sie zu einem Gewalttäter? Wie wurden Sie zu einem Straftäter? Wie wurden Sie zu einem Free-Dennis-Schläger? Wie wurden Sie zu einem Unterstützer und Verteidiger von Deniz Yücel? Das möchte ich gerne wissen. Wer sind Ihre Hintermänner? Da haben wir wieder die Hintermänner. Wer hat Sie so verdorben? Ich nehme mal an, die Axel Springer Presse. Oder sind es auch noch andere? Maischberger. Ich habe dir auf die Fresse gehauen, weil ich zu viel Maischberger geguckt habe. Martin, ich glaube, du hast den Fall gelöst. Wir können alle nach Hause, es gibt hier nichts mehr zu sehen. Ilna, Anne Will, vielleicht sind die auch verantwortlich dafür, dass sie ein Gewalttäter geworden sind. Na dann gucken Einwanderer aus muslimischen Ländern aber ganz schön viel, Anne Will und Maischberger. Vielleicht könntest du da mal investigativ tätig werden, Martin. Reden Sie mit mir, meine Tür steht Ihnen immer offen. Ein Moslem verzeiht auch. Wie findest du heraus, ob jemand Muslim ist? Warte einfach ab, er wird es dir irgendwann ungefragt sagen. Und Martin ist übrigens nicht einfach nur Muslim, Martin gehört zu einer besonderen Sorte von Muslimen, nämlich den Konvertiten. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, bitte angucken. Wir sind immer menschlich, das habe ich von den Türken gelernt. Wir sind immer menschlich. Ich hoffe, er geht bald zum nächsten Thema über, weil das hier wieder zu Muslim-Bashing wird, von meiner Seite aus. Muslime sind so menschlich, dass 70% der Gefängnisinsassen in Frankreich Muslime sind. In den USA sind Muslime anteilig im Gefängnis um den Faktor 11 überrepräsentiert. Also wenn irgendjemand menschlich ist auf diesem Planeten, den man einer religiösen Gruppe oder Nichtgruppe zuordnen möchte, dann sind es die Atheisten, die in jedem Land auf diesem Planeten im Gefängnis stark unterrepräsentiert sind. Und was die Bildung betrifft, stark überrepräsentiert sind. Und wir geben jedem eine zweite Chance. Und auch Sie, geehrter oder nicht geehrter Herr Free Dennis Schläger, der Sie mich heute geschlagen haben auf der Marathonstrecke, nur weil ich nicht mitgemacht habe. Einspruch, Martin, du wurdest geschlagen, weil du provoziert hast und nicht, weil du nicht mitgemacht hast. Bei Ihrer Free-Dennis-Propaganda, bei dieser schwarzen Propaganda, ich appelliere jetzt an mich, an Sie, melden Sie sich, wir reden darüber. Ich finde die Hartnäckigkeit bewundernswert, mit der er das Kühlpad auf seiner Nase festhält, um auch allen zu zeigen, wie schlecht es ihm geht. Wer sie so verdorben hat, es war sicherlich die bürgerliche Presse, die Springerpresse, die sie so verdorben hat und die ihren Charakter verformt hat. Ich muss jetzt mit meinem angebrochenen Nasenbein noch in die Charité. Das sind die einzigen heute, die eine Notaufnahme haben, hier bei mir in der Nähe. Ich wohne ja in Berlin-Mitte. Was spielt denn das für eine Rolle, dass das die einzigen sind? Martin, wie viele Krankenhäuser hättest du denn gerne in deiner Umgebung? Und ja, ich habe mich so gut vorbereitet mit Sport und ich habe mich auf diesen Renntag gefreut. Ich dürfte ja nicht weiterrennen, das wollte ich noch erzählen. Die Polizei hat mich ja vernommen. Was für eine Unverschämtheit von der Polizei, dich zu vernehmen, Martin. Das sind doch Nazi-Methoden und Stasi-Methoden. Und verhaftet, das ist ja der riesen Polizeiskandal noch an diesem Tag, ja? Warte mal, jetzt wird's aber interessant, Martin, weil auf der Aufnahme ist von einer Verhaftung absolut nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil, die Polizei interessiert sich für dich einen Scheißdreck. Hast du deine Beweise für, dass du verhaftet wurdest? Wie lange haben sie dich denn in den Kerker geschmissen und sexuell missbraucht? Die Polizei hat erstens mein Erdogan-Poster beschlagnahmt und konfisziert. Also ich gebe dir jetzt mal einen Vertrauensvorschuss und glaube dir das einfach mal. Dann kann ich dir erklären, wieso das so ist. Weil dieses Erdogan-Poster war ja ein Teil des Problems, war ja ein Teil deiner Provokation. Was die Polizei also möchte, ist weitere Provokationen von deiner Seite aus vermeiden. Wir haben ja also wieder mal einen Nicht-Skandal, Martin. Die Polizei hat versucht, dich zu schützen. Versuch dafür zu sorgen, dass du nicht noch ein Ding auf die Fresse bekommst. Und das bleibt jetzt ein Beweismittel. Die ermitteln gegen mich wegen einer unerlaubten politischen Versammlung.
Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das stimmt. Allerdings hast du ja bewiesen, dass man dir nicht über den Weg trauen kann. Also glaube ich das erst, wenn du uns dafür einen Beweis vorlegst. Und da du ja allen möglichen Scheiß, der irgendwas beweisen soll, gerne in die Kamera hältst, wie jetzt zum Beispiel deine Nase unter diesem Kühlpad, wundere ich mich, wieso du uns kein Schriftstück präsentierst, auf dem das so draufsteht. Dabei bin ich doch nur gelaufen. Aber nicht für Free Dennis, wie die alle anderen, sondern ich bin für unseren Race Erdogan gelaufen, ja? Für unseren Race bin ich gelaufen. Erstens, Martin, ist das Problem nach wie vor nicht, dass du an diesem Marathon teilgenommen hast. Das Problem ist, dass du provoziert hast, du Idiot. Und zweitens zweifle ich übrigens stark an, dass du auf diesem Marathon überhaupt gelaufen bist. Zumindest mehr als 50 Meter. Und möchtest du auch wissen, wieso ich das anzweifle? Los geht's. Wo siehst du Martin? Hey, ich glaube da hinten, da ist er. Da mit ist dem er. T-Shirt. Zwischen dem Moment, in dem die Kamera angestellt wird und einer deiner Mongoloiden-Freunde sagt und los geht's, wo ist denn der Martin, und du dann tatsächlich auftauchst, vergehen exakt 5 Sekunden. Da fragt man sich doch gerade, ob du wirklich den Marathon gelaufen bist und sie durch Zufall nach 20, 30, 40 Minuten, 5 Sekunden bevor du auftauchst, die Kamera anstellen, oder ob du einfach nur 40 Meter gelaufen bist. Und da haben die jetzt mir da eine Anzeige geschrieben wegen unerlaubter politischer Versammlung. Weil ich hatte ja meine zwei Kameramänner und ab 3 Leuten, also meine zwei Kameramänner und ich, ist es wohl schon eine Versammlung ab 3 Personen. Aber wir waren ja keine Versammlung, sondern ich habe den ja nur gelaufen und die anderen beiden haben mich gefilmt. Und die meinen halt, weil ich ein Plakat von Erdogan dabei hatte, ein Poster, ja, unangemeldete politische Versammlung. Das ist der erste Anklagepunkt. Der zweite Anklagepunkt, den ich bekommen habe, Störung des Marathons. Um dir den ersten Teil abzukaufen, Martin, würde ich ganz gerne von dir ein Schriftstück sehen. Du schämst dich ja sonst nicht, alles Mögliche in die Kamera zu halten. Und für den zweiten Teil, ja, natürlich. Hast du den Marathon gestört oder hast du den Marathon nicht gestört? Hast du einen Teilnehmer des Marathons mit deinem Bullshit vollgequatscht oder nicht? Wäre der zweite Anklagepunkt, wenn er denn tatsächlich so besteht, also berechtigt oder nicht? Also Verstoß gegen diesen Event da oder also Betriebsstörung, mutwillige, vorsätzliche Betriebsstörung, wirft man mir vor. Also ob die Formulierung so korrekt ist, weiß ich nicht. Die Aussage ist aber korrekt, Martin, so leid es mir tut. Alle anderen dürfen im Free Dennis Shit laufen, 34.000 Leute. Und wenn's 1 Million Personen wären, Martin, es spielt doch gar keine Rolle. Solange sie niemanden belästigen, ist das doch völlig in Ordnung. Nicht jeder von ihnen hat ein Free Dennis Shirt an, aber viele von ihnen, viele von den 34.000 Leuten haben ein Free Dennis Shirt und die dürfen damit laufen. Martin, sie hätten alle ein Free Dennis T-Shirt anhaben können und hätten laufen dürfen, solange sie niemanden belästigen. So wie du es getan hast, du Idiot. Und das ist keine politische Kundgebung und gar nichts. Nee, das ist ja gewollt. Das ist ja im Sinne des Systems und dieses BRD-Unterdrückerstaates. Also abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob das nicht eventuell angekündigt war, du kannst grundsätzlich anziehen, was du möchtest. Wenn du, Vollidiot, ein Erdogan-T-Shirt angehabt hättest und du wärst einfach nur bei diesem Marathon mitgelaufen, dann wäre nichts passiert. Ich frage mich wirklich, ob du denkst, dass dein Verhalten normal ist, Martin. Und deine Erwartung auch dann dafür nicht in die Fresse zu bekommen. Ich kommuniziere das jetzt hier an dieser Stelle nochmal deutlich. Ich bin gegen die Anwendung von Gewalt. Aber Martin, du hast es verdient. Du hast provoziert und dafür Dinge in die Fresse bekommen. Das heißt nicht, dass ich nicht möchte, dass er strafrechtlich belangt wird, der Täter. Was natürlich lächerlich ist, weil in Deutschland kriegt man für eine Straftat dieser Art maximal 1 Woche Fernsehverbot. Aber diese Woche Fernsehverbot hat er verdient. Und ich freue mich auch, wenn er diese Woche Fernsehverbot dann bekommt. Aber das heißt nicht, dass du unschuldig warst an dieser Sache, Martin. Aber ich, der mit einem Erdogan-Poster läuft, ja, der wird angezeigt wegen mutwilliger, vorsätzlicher Betriebsstörung. Martin, das lag nicht an deinem Poster, sondern an deiner Belästigung. Oder Betriebsablaufstörung. Und wegen politischer Versammlung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.
was schon eine schwere Ordnungswidrigkeit ist oder schon eine Straftat, je nachdem, was der Richter entscheiden wird. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass der Gesetzgeber es zulässt, dass man zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit unterscheidet, je nachdem, wie man lustig ist als Richter. Also ich bin mir sicher, es gibt ein festes Strafmaß für deine Tat. Welchen Tipp für dich, Martin? Plädiere auf nicht zurechnungsfähig, weil du bist geistesgestört. Suche dir einen guten Psychologen und lass dir von dem einfach nur zeig ihm einfach nur dein Video, Martin. Geh zu einem Psychologen und zeig ihm einfach nur dein Video und dann bitte ihn, bei dir eine schwere psychische Störung festzustellen. Dann kriegst auch du höchstens eine Woche Fernsehverbot. Und drittens wurde ich angezeigt wegen der Persönlichkeitsrechtsverletzungen, weil ich ja Leute gefilmt habe, ohne ihre schriftliche Einverständniserklärung vorher. Dabei bin ich Journalist mit einem Presseausweis und ich übe nur den Beruf eines Journalisten aus. Martin, du bist in erster Linie ein Clown. Also ich wundere mich auch, wie gesagt, ich hätte ganz gern ein Schriftstück von dir in die Kamera, dass du das da mal reinhältst und wir das mal uns angucken können. Aber du bist in erster Linie ein Clown und kein Journalist. Und da hilft dir meiner Meinung nach auch nicht der Journalistenausweis. Aber am Ende entscheidet darüber nicht die Polizei, sondern ein Richter. Und der wird ja feststellen, dass du ein Clown bist. Also wirst du im Kerker landen. Aber das Gute ist, Martin, da sitzen ganz viele Freunde von dir drin. Da sitzen ganz viele Muslime, die aus der Türkei kommen oder von Türken abstammen drinne. Mit denen kannst du dann deinen Chai trinken und Backgammon spielen. Und das heißt jetzt, der dritte Anklagepunkt, Persönlichkeitsrechtsverletzungen von dem Läufer, der mir in die Fresse geschlagen hat, dessen Persönlichkeitsrechte hätte ich verletzt. Aber dass der mir in die Fresse schlägt, das ist okay. Martin, wie kommst du auf die Idee, dass die Polizei das okay findet? Was ist das für ein absurdes Statement? Martin, du bist noch blöder als du selbst. Egal wie tief ich meine Erwartungshaltung setze, du unterbietest das Ganze noch deutlich mit jedem neuen Video. Ich bin immer wieder überrascht. Ich habe dich wirklich unterschätzt, Martin. Erinnert mich an ein Zitat von Deadpool, wo jemand zu ihm sagt, du kannst unmöglich so blöde sein. Und dann antwortet er, unterschätze mich nicht. Da wird er auch nicht von der Polizei verlangt, bisher, obwohl wir ihn identifiziert haben, obwohl wir Videobeweismaterial haben. Aber ich habe ja schon gesagt, ich ziehe meine Anzeige zurück und ich verzeihe dem Täter, wenn er sich zu einem politischen Gespräch stellt. So, zweitens, ich wurde ja direkt in die Fresse geschlagen vor dem Polizeiauto. So, meine edlen Geschwister, an dieser Stelle breche ich jetzt ab. Was folgt, ist der gleiche Quatsch wieder und wieder, die gleichen Argumente wieder und wieder. Später kommt noch irgendein anderer Mongo von ihm ins Bild. Ne, witzigerweise erst mal der eine will nicht ins Bild. Na, die Szene mache ich noch rein. Jetzt kommt erstmal noch eine Bestandsaufnahme des Schadens, der angerichtet wurde. Und dann kommt die Szene, wo der Typ sich weigert, vor die Kamera zu treten. Entschuldigung meine Worte, aber ich bin noch ein bisschen unter Adrenalin. Und ich habe ein angebrochenes Nasenbein. Ja, und ihr habt ja gesehen, wie die mich zugerichtet haben. Also merkt ihr, wie Martin versucht, selbst in den Kleinigkeiten eine Story rauszuholen, die nicht da ist? Wie die mich zugerichtet haben? Wer sind denn die? Es gab einen Täter, Martin. Also ich habe mich extra noch nicht umgezogen, damit ihr das nochmal seht, ja? Und hier meine Brille. Deine Lieblingsbrille, Martin. Ist wirklich übel, wie du zugerichtet wurdest. Am schlimmsten finde ich diese... dass sie dir sogar das T-Shirt zerrissen haben. Na, ich meine, ich habe doch mit denen geredet. Und die haben, das kamen 6 Polizeiautos auf der Gegenspur. Also beide Spuren der Fahrbahn waren ja gesperrt wegen dem Marathon. Aber nur auf einer Spur waren ja die Läufer. Die andere Spur war komplett frei. Und da war ja nur ein Polizeiauto, vor dem mich der eine in die Fresse geschlagen hat. Und dann kamen noch 5 weitere Wagen. Und die hatten Spezialausrüstung an. Also hatte ich gesagt, habt ihr so viel Angst vor der Wahrheit? Habt ihr so viel Angst vor einem Free-Dennis-Gegner? Martin, guck dich doch mal an. Du bist ein Tier, Dicker. Die haben einfach Angst vor so einem Mutanten wie dir. Der aussieht, als würde er alles kurz und klein schlagen, wenn das nicht so läuft, wie er das haben möchte. Wir sollten alle Allah danken, dass sie nicht direkt geschossen haben, weil von dir so eine krasse körperliche Bedrohung ausgeht. Oh, ja.
So, und damit war es das jetzt wirklich. Ich habe die Szene nochmal geguckt, wo der Typ nicht vor die Kamera will. Die ist gar nicht witzig. Also es ist ein bisschen witzig, dass er nicht vor die Kamera will. Vielleicht wird er nicht mit so einem Mongo zusammen gesehen werden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls lohnt sich das nicht, die Szene nochmal reinzuschneiden. Außerdem muss ich jetzt zum Kumpel. Ich würde das Video noch hochladen. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Allahs Segen und Frieden auf euch alle.